Kommentare einfügen in Calc. LibreOffice 6.4. Um mit den Kommentarfunktionen zu arbeiten, öffnet man Calc und hier im Beispiel die Arbeitsdatei Kommentare in calc.ods. Ein Kommentar in eine Zelle einfügen. Ein Rechtsklick auf die gewünschte Zelle und die Menüwahl Kommentar einfügen lassen ein leeres gelbes Feld erscheinen. Das ist das Kommentarfeld, in dem der Cursor blinkt. Es kann nun direkt der gewünschte Kommentar geschrieben werden. Zum Beispiel, hier schreibe ich gerade meinen Kommentar. Bestehende Kommentare anzeigen. Die Zellen mit einem kleinen roten Quadrat oben rechts haben bereits einen Kommentar. Wenn man den Mauszeiger über so eine Zelle führt, wird der Kommentar der Zelle angezeigt. Kommentar dauerhaft anzeigen lassen. Kommentare kann man auch dauerhaft anzeigen lassen. Dies erfolgt mit einem Rechtsklick auf eine solche Zelle. Es öffnet sich ein Kontextmenü. Dort wird dann Kommentar anzeigen ausgewählt. Danach wird der Kommentar nun dauerhaft angezeigt. Ein Kommentar bearbeiten. Den Kommentar und sein Feld kann man beliebig bearbeiten. Dazu rechtsklickt man in die Zelle und wählt Kommentar anzeigen aus. Nun in das Kommentarfeld klicken. Man kann es nun mittels Halten und Ziehen an einem der blauen Quadrate vergrößern oder verkleinern. Mit einem Doppelklick in das Kommentarfeld kann der Text bearbeitet werden. Um die Schriftart und Größe zu ändern, wird der Text markiert und das Gewünschte eingestellt. Kommentarfeld verschieben. Um ein Kommentarfeld verschieben zu können, muss es dauerhaft angezeigt werden. Man klickt in das Kommentarfeld, sodass es markiert ist. Der Cursor hat nun die Form eines Vierrichtungspfeils. Mit Halten und Ziehen kann das Kommentarfeld verschoben werden. Kommentar ausblenden. Ein Kommentar wird ausgeblendet mittels Rechtsklick in die Zelle und der Auswahl Kommentar ausblenden. Weitere Informationen.